Bernstein im Erzgebirge, unendliche Weiten und mittendrin ein wahrer Siegertyp. Mit seinem Arbeitsgerät kein Sprungschanzen- oder Loipenski, was im Mittelgebirge zu erwarten wäre, sondern ein Hochleistungsteleskop zum Beobachten und Fotografieren von Galaxien, die Lichtjahre entfernt sind vom Fichtelberg. Marcel Drexler, 41 Jahre alt, im Hauptberuf Grafiker, darf sich seit ein paar Tagen gemeinsam mit zwei französischen Freunden seines Teams Weltastrofotograf des Jahres nennen. Das ist jetzt das gute Stück. Der Pokal, der uns erst vor wenigen Tagen zugeschickt worden ist. Also jedes Teammitglied von uns hat einen Pokal bekommen. Und das Besondere ist, der ist dieses Jahr zum allerersten Mal so hergestellt worden. Abgesehen von den rund 15.000 Euro Preisgeld, die an der Ehrung hängen, ist es nicht irgendein Pokal. Veranstaltet wird das Ganze von dem Royal Observatory in der Königlichen Sternwarte in Greenwich. Und dort ausgezeichnet zu werden, das ist wie, ja, wie der Oscar in der Astrofotografie. Also wer dort ein Siegertreppchen erreicht, der kann sich wirklich was drauf einbilden. Und das in dreifacher Hinsicht, denn das Team um den Mann aus dem Erzgebirge war überhaupt der Abräumer der diesjährigen Verleihung, auch wenn Marcel selbst in London gar nicht dabei war. 11 Kategorien gibt es und mit seinen Freunden gewann Marcel gleich in zweien. Das hat es bis dahin nie gegeben. Einmal in der Kategorie Galaxien, in der wir das Foto der Andromeda-Galaxie mit dem Plasmabogen eingereicht haben, und in der zweiten Kategorie galaktische Nebel, ebenfalls wieder eine Entdeckung von unserem Team, genannt das Herz der Hydra, erreichte auch den ersten Platz in der Kategorie Nebel. Der eigentliche Hammer aber war schließlich, dass Andromeda und der blaue Bogen auch noch Bild des Jahres insgesamt geworden ist. Das Besondere an der Entdeckung ist eigentlich, seit 130 Jahren wird die Galaxie fotografiert und nie zuvor ist irgendjemandem dieser spezielle Bogen in der Nähe der Andromeda-Galaxie aufgefallen. Also erst unser Team hat mit diesem speziellen Lichtfilter diesen Bogen sichtbar machen können. Und das war auch so unerwartet. Also niemand hat damit gerechnet, dass neben so einer kosmischen Touristenattraktion so ein Objekt auftauchen würde. Das Ergebnis monatelanger Fotografie- und Forschungsarbeit. Anfang des Jahres waren bereits NASA und Experten aus ganz Europa auf das Team und sein Bild aufmerksam geworden und schließlich eben auch das Observatorium ihrer Königlichen Majestät in Greenwich. Insgeheim natürlich hofft man immer, wenn man an so einem Wettbewerb teilnimmt, dass man einen guten Platz erreicht und dass die Jury auch bemerkt, was man für eine Arbeit und für ein Herzblut in so eine Aufnahme und in so eine Entdeckung reingesteckt hat. Aber den Gesamtsieg, also damit hat im Team wirklich keiner gerechnet. Der Sieg ist nicht der einzige Lohn. Die BBC hat inzwischen einen Film für ihren Wissenschaftskanal produziert und die Protagonisten Marcel und seine Freunde arbeiten bereits am nächsten Astro-Hit. Übrigens 12 Zugstunden voneinander entfernt. Marcel in Bernstein, die beiden anderen zu Hause in Frankreich.